Hallo, wir stehen hier an einem schönen Stellplatz in Sinsheim. Eine große Baustelle schließt sich da an, aber die war eigentlich ruhig. Wir haben kein Problem gehabt und wir wollen jetzt in das Technikmuseum nach Sinsheim gehen. Zum Stellplatz komme ich gleich noch. Wenn er hier in unsere Garage reinschaut, dann sieht er schon, da hat sich was geändert. Wir haben nämlich zwei neue Fahrräder und die will ich euch gleich erst einmal zeigen. Ja, wir haben lange überlegt, wir wollen zwei neue E-Bikes haben. Und zwar kleinere, die man leichter in der Heckgarage verstauen kann. Wenngleich das mit unseren alten E-Bikes auch sehr gut ging. Aber nachdem wir jetzt dann den Gustl nicht mehr vor unserer Haustür stehen haben, haben wir gesagt, wir wollen zwei E-Bikes zu Hause haben. In unserer Tiefgarage und zwei Stück wollen wir immer mobil im Gustl haben und deswegen haben wir uns die zwei neuen gekauft. Wir haben uns bewusst für Easy entschieden, weil die sind klein, handlich und vor allen Dingen sie sind auf Bosch Basis und mit dem Bosch Motor sind wir eigentlich sehr zufrieden. Das sind keine Faltbikes, da sind wir auch keine Freunde davon geworden, denn die Stabilität eines Faltbikes ist definitiv nicht so wie die Stabilität eines festen Rahmens. Aber der Lenker lässt sich umlegen und somit ist es also schon eine deutliche Erleichterung, diese Fahrräder in der Heckgarage zu haben als unsere alten. Das Besondere an den Fahrrädern ist, sie haben umklappbare Pedale, sie haben einen umklappbaren Lenker, der ist mit einem Handgriff gerade gebogen und auch wieder auf die richtige Höhe eingestellt. Und sie sind zwar nicht besonders günstig, aber wir denken, dass das die Sache wert gewesen ist, zumal wir auch diese Neon-Fahrradnavi haben und die können wir hier bei dem Easy mit benutzen. Da ist hier die Bedienungseinheit, aber die Navi brauchen wir jetzt nicht, denn wir fahren jetzt nur ins Technikmuseum. Also die Ursi hat sich dieses Blau rausgesucht. Und mir blieb nichts anderes übrig, als dieses Grau zu nehmen. Aber ich denke, zu einem älteren, dicken Mann passt es auch. Sieht auf jeden Fall seriös aus. Alternative wäre Ferrari Rot gewesen, das hätte mir auch gut gefallen. Aber das hatte der Händler nicht auf Lager. Und da habe ich mich für die graue Variante entschieden, zumindest zeitlos. Und sollte die Ursi irgendwann jetzt doch fertig werden, dann fahren wir los und dann zeigen wir euch auch mal den Stellplatz. Immer wieder kommen Anfragen von euch, wir sollen doch mal zeigen, wenn ein Stellplatz auch für Wohnwagen geeignet ist. Das vergessen wir regelmäßig, aber wenn einer direkt hinter uns steht, dann denken wir dran. Also dieser Stellplatz in Sinsheim, der wird von der Stadt Sinsheim betrieben, kostet 9 Euro am Tag. Hat eigentlich alles, was man braucht, ist auch schön eben und ist auch für Wohnwagen genauso geeignet wie für XXXL-Fahrzeuge, also auch für Dickschiffe, für amerikanische ist hier genügend Raum vorhanden. So, jetzt schauen wir mal, wie weit die Ursi ist. Ursi, was ist jetzt los? Ich bin gleich fertig, ich muss nur noch schauen, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Aha. Und dann wäre ich soweit, ja. Schön, dass heute die Sonne scheint, oder? Ja, und heute ist ja ein besonderer Anlass, ist dir das überhaupt bewusst? Wieso, was ist heute? Das ist heute unser 100. Videoblog. Oh, super. Dann müssen wir mal schauen, dass wir auch ein besonders schönes Video hinkriegen, oder? Ja, da müssen wir ins Technikmuseum gehen dazu. Ja, alles klar. Ja, okay, da steht ja die Concorde, gell? Ja.
Ah, da bin ich gespannt, wie die aussieht. Also, auf geht's. Wir gehen gleich los. Oh, sie muss noch Haare trocknen und dann ja, geht's los. Ist noch etwas feucht. Ja. Muss mal schauen. Ja? Nicht, dass sie sich nur mehr erkältet. Ja, wollen wir mal haben. Also, bis gleich. Ja, also wenn ich mal in den Himmel komme und werde gefragt, was hast du alles getrieben, dann sage ich, manches war gut, manches war nicht so gut. Ich hatte vor allen Dingen auch viel schöne Zeit, aber die meiste Zeit meines Lebens habe ich mit Warten auf die Ursi verbracht. Bin schon wieder am Warten. Bist du jetzt soweit? Ja, jetzt bin ich fertig. Also gerade habe ich es gesagt, die meiste Zeit meines Lebens habe ich mit Warten verbracht, mit Warten auf dich. Aber wenn ich mir dich jetzt so anschaue, dann muss ich sagen, das hat sich gelohnt. Ja, das ist wieder typisch. Helle übertreibt natürlich wieder maßlos. Aber mit dem letzten Satz, da hat er recht. So, gleich geht's los. Und sie kommt auch schon? Nee, wieder nicht. Es ist ein Kreuz mit der Frau. Da kommt sie. Jo. So. Ja. Morgen. Da ist sie, die Ursi. Und da ist der Waschplatz. Stefan, mal zur Information, da ist der Eingangsbereich vom Stellplatz. Alles ganz toll gemacht, ganz neu. Natürlich die Schranke da, und wenn man 5 Minuten überzieht, zahlt man wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber das ist dann auch nicht so schlimm bei 9 Euro verschmerzbar. Uah, so, und ich muss jetzt schauen, dass ich da runterkomme. Also, wir sind jetzt hier. Da oben, Wohnmobilpark. Da müssen wir jetzt nur da runterfahren, unter der Bahnlinie durch. Und dann ist da das Auto- und Technikmuseum. Und da fahren wir jetzt hin, Ursi. Ja. Willst du noch was sagen zum Park? Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen. Es war sehr ruhig, obwohl ja hier die Bahnlinie vorbeigeht. Und als ich ins Bett ging, da ist auch gleich mal so ein Zug vorbei. Und einer gedacht, oje, wie wird das? Aber ich habe nichts gehört. Und du? Auch nichts. Nee, also ich habe wunderbar geschlafen. Entweder fährt nachts kein Zug oder ich habe es halt einfach nicht gehört. Gut. Ich fand es sehr ruhig. Und Strom kostet 1,50 Euro, die 50 Cent die Kilowattstunde. Und Wasser 100 Liter kostet 1 Euro. Also alles moderat. Dusche und so weiter ist auch vorhanden. Braucht man nicht, dafür haben wir Gustl. Und jetzt fahren wir los, Ossi. Ja, genau. Du fährst voraus. Dann, ja. Du findest den Weg, oder? Du hast schon nachgeschaut. Also bis gleich. Dann hoffen wir mal, dass wir den Weg finden ohne Neon. Ja, dann müssen wir jetzt einfach die Hauptstraße rechts gehen. Und da sind Bauarbeiten, aber da fahren wir mit dem Fahrrad, würde ich schon gehen. Also durch die Bauarbeiten ist das schon etwas eingeschränkt. Aber wenn das mal vorbei ist und alles hat ja ein Ende bekanntlichermaßen, dann wird es wunderbar hier. Sogar Radweg ist da vorhanden. So. Also 2,5 Kilometer sind wir gefahren. Ja, genau. Sehr eben. Und jetzt sind wir, gespannt aufs Technikmuseum. Ja, gehen wir mal rein. Gut. Also wie gesagt, das ist hier eine russische Maschine. Das ist nicht die Concorde. Da steht sie doch erst raus. Ja, eben. Und da ist er, ich habe gedacht, wie ich hergefahren bin, habe ich gedacht, das sind 2 Concords, eine mit abgesenkter Nase und eine mit aufgesetzter, aber das ist die russische Maschine, die russische Überschallmaschine. Ah, okay. Ja? Gut, dann packen wir es. Ja. Gut. So, da sind wir schon an der Place de la Concorde. Und gleich geht er los, unser Flug. Komm, die Maschine wartet. Ja,
Passagierin. Grüß Gott. Nee, es sind nicht recht. Sie sind alle nicht recht, die Passagiere. Lauter elegante Damen sitzen hier. Hier, ja, lass dich nicht stören. So hat's da ausgeschaut. Ganz schön eng, das Ding. Und da kommt sie, die Ursi. Schall, ja, und wie, weißt du, wie lange die gebraucht hat von Paris nach New York? Also die Concorde, das war ja die Überschallflugzeug, gebaut von British Airways und Air France. Okay. Und dann gab es, ich glaube 2000 war das, das große Unglück von Paris. Ja, kurz nach dem Start ist die Concorde abgestürzt. Tragischerweise war das ein Luxusflug nach New York, das den haben Passagiere gebucht, ältere Passagiere, die, glaube ich, mit der Queen Mary von New York zurückfliegen wollten, fahren wollten mit dem Schiff. Und die eine Gruppe ist nach New York geflogen und wollte dann mit dem Schiff zurück. Und die andere ist mit dem Schiff nach New York gefahren und wollte mit der Concorde zurück. Die letzteren konnten nicht mehr zurück, weil eben die Concorde abgestürzt ist in Paris. Und dann hat man gesagt, man beendet das Programm mit den Überschallfliegern, weil es auch effektiv zu teuer gewesen ist. Denn die müssen wahnsinnig Treibstoff verbraucht haben. Ja, ja, und billig war so ein Flug natürlich nicht. Ging natürlich ratzfatz. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der dauert. Ein, zwei Stunden oder so. Also von Paris nach New York, ja, ging so verdammt also schnell. Zwei, drei Stunden, ich weiß nicht. Also lang war es nicht. Nein. Im Vergleich zum normalen Flug. Und natürlich haben sich das hauptsächlich nur diese Schauspieler, die Sänger. Halt Leute mit Geld. Ja, keine YouTube-Blogger leisten können. Obwohl, interessant wäre es bestimmt mal gewesen. Obwohl, also viel anders als wie im normalen Flugzeug. Ja, ist enger. Ist enger, ist schneller, ja, und ja, der Service ist besser. Ja, die Sitze sind eigentlich nicht sehr weit auseinander. Nein, ja. Das ist sehr verdammt eng, aber ist ja gerade so ein Überschallflugzeug. Ja. Okay. Ja, so, jetzt schauen wir uns das Technikmuseum noch weiter an. Das war das Highlight, was wir sehen wollten. Ja, und da sind wir jetzt als erstes gleich rein. Genau. Gibt, dass nachher so ein Haufen Besucheransturm ist und wir nicht mehr durchkommen. Richtig, und alle voll fliegen. Ja, mitfliegen wollen. Aber da steht ja auch noch die russische Maschine, die könnte man sich ja auch noch mal anschauen, oder? Ich weiß nicht, ob man da reinkommt. Es hat keinen Sinn, in alle Flugzeuge kommt man rein. Okay, also dann schauen wir doch mal. Für die etwas korpulenteren unter euch muss ich sagen, dass es da eng wird, in die Maschine zu kommen. Denn da gibt es vorher eine Breitenkontrolle. Ja? Also man muss da komplett eintreten. Und nur wer durch dieses Drehkreuz passt, der kommt auch da rein. Also notfalls muss man halt ein paar Kilo abspringen vorher. So, da sieht man jetzt alle technischen Details. Es gab 4.791 Überschallflüge und die Startgeschwindigkeit lag bei 360 Kilometern, 100 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder
Und ich glaube, das ist auch die Anzahl dann natürlich an Toten, die damals bei dem Unglück zu beklagen gewesen sind. Mal schauen, ob vom Unglück auch was hier steht. Also da haben wir es nochmal. Nach New York war die Flugzeit 3,5 Stunden. Da wollte ich doch zwischen mit 1 bis 3 gar nicht so schlecht liegen. Ja, ja, aber eine Stunde, das war mir eigentlich schon fast klar, dass das zu wenig war. Ja, habe ich ja gleich korrigiert auf 2 und bin dann noch auf 3 hoch. Ja, also rund 3,5 Stunden. Für einen Laien habe ich gut geschätzt. Ja. Also diese russische Version der Concorde oder diese Überschallflugzeug, das ist schon seit 1977 nicht mehr in Betrieb. Und der Erstflug war 1968. Und dann hat man eine Maschine hierher geholt, nach Sinsheim. Da sieht man übrigens einen kleinen Überblick über Sinsheim. Mittlerweile ein schönes Städtchen. Im 30-jährigen Krieg und davor und danach immer Mord und Totschlag, oder? Ja, sollen wir es nachlesen, ja. Ja. Also. Ja, also, blutiges Pflaster hier. Alles Mögliche war hier. Schon die Römer. Ja. Dann die Alemanner, also Germanen, Alemannen, alles war da und die Schweden alles. Im 30-jährigen Krieg. Mehrmals sogar. Ja, und dann im Zweiten Weltkrieg, wieder eine Judendeportation. Also war hier alles vertreten. Und es sind friedliebende Russen da. Verdammt steil hoch in den Flugzeugen. Das sieht man von unten schon, dass die steil sind. Wenn man sich dann drinnen bewegt, ist das schon brutal. So, das ist jetzt die Tupolev. So hört sich aber wirklich gerade an. Der Flugzeug war jetzt spannend und einfach. Lass du mich mal bitte ins Cockpit? Natürlich. So, und das war der Blick des russischen Piloten. Auch nicht viel anders als in der Concorde. Also für mich als Laie sehen jetzt die Concorde und die Tupolev nicht besonders unterschiedlich aus. Technische Details kann ich natürlich keine dazu sagen, aber von innen die Sitzreihen und alles ist eigentlich ziemlich gleich. Etwas anders im Design, aber das ist halt der verschiedene Zeitgeschmack, denke ich. Mhm. Oder? Aber ansonsten ist es natürlich schon mal interessant, durch so eine Maschine zu gehen. Absolut. Ja. Da ist ja die Concorde. So, da haben wir die Autobahn. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche das ist. Ich glaube, die A6. Auf jeden Fall von Heilbronn nach Mannheim. Und da haben wir das Stadion von DSG Hoffenheim. Bundesligamannschaft. Und vor 2 Tagen, Ossi, hat der erste FC Nürnberg da gespielt. Oh je, da haben sie bestimmt wieder eine auf den Deckel gekriegt. Traditionsgemäß natürlich verloren, ja. Und Helle ist eiserner Fan von seinem Klubberer. Nur das Fähnchen schwingen, ja. Ja. So, da haben wir Douglas DC-3. Ein sogenannter Rosinenbomber war bis 1952 im Einsatz. Da sieht man die Douglas DC-3. Hier mit Lufthansa-Symbol sogar. Also nach dem Weltkrieg.
oder nach der Zeit als Rosinenbomber dann wohl als Maschine für die Lufthansa eingesetzt. Das ist die DC-3. Da kommt die Ursi rein. Mal schauen, wie so ein Rosinenbomber von innen aussieht. Jawohl. Immer so steil. So, da haben wir die U52 und da schauen wir jetzt mal rein. So, das ist das legendäre Cockpit der U52 und man sieht schon, das war alles da noch nicht so fein ausgereift, wie das heute der Fall ist. Aber so eine U52 ist ja in der Schweiz erst abgestürzt, ne? Eine gut gewartete. Ja, stimmt, da war was. Und deswegen ist in der Schweiz verboten worden, dass diese historischen Flugzeuge fliegen. Oh, wusste ich jetzt gar nicht. Ja, über den Bodensee fliegt auch öfters mal eine. Ja. Ob die betroffen ist, weiß ich nicht, wo da die gestanden ist, aber in der Schweiz haben sie es wohl verboten. Ich denke von Friedrichshafen aus. Ich denke eventuell von St. Gallen aus. Ich weiß es aber nicht. Okay. Wir wissen es nicht. Nein, darum sagen wir nichts. Ja, wir haben es aber spekuliert, haben wir. Ja, aber das streichen wir jetzt einfach wieder. Löschen. Also okay. Ihr habt es überhaupt nicht gehört, unsere eventuelle Falschmeldung. Da haben wir sie in der ganzen Schönheit nochmal. Und die Superlift da hinten noch.
Bei all diesen Schönheiten darf natürlich eine Dame nicht fehlen. Und Ursi, wie ist es? Interessant. Ich liebe alte Fahrzeuge. Ich kann mit alten Fahrzeugen gar nichts anfangen. Ich liebe moderne Fahrzeuge. Na ja, aber von der Concorde warst du ja auch begeistert. Oh ja, wir fahren ja die alten Renaults, das hat mir auch gefallen. Mhm. Aber für euch einmal, Freunde, ist es ein Eldorado. Mhm. Nur empfehlenswert. Okay. Ein paar Eindrücke haben wir ja zusammengestellt. Kommen noch ein paar. Bestimmt. Mein Jugendtraum. Ja, die Technik, Ursi, hä? Interessant. Also ich mag eigentlich diese alte mechanische Technik. Die finde ich sehr interessant. Kann ich eigentlich mehr anfangen wie mit der Neuzeit, mit dem Digitalen. Da stimmt mir jetzt natürlich der Helle wieder nicht zu. Er kann mit dem alten mechanischen Zeug nichts anfangen, aber dafür mit dem neuen. Stimmt's? Ja. Und aber so im Großen und Ganzen, ich finde das Museum hier eigentlich sehr sehenswert, sehr interessant. Und wie halt alles, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Die Technik hat viel Fortschritte, viel Erleichterung für die Menschen gebracht, hat natürlich auch viel Leid über die Menschheit gebracht. Kurzum, man sieht hier in Sinsheim die Technik, die zivile Nutzung und die militärische Nutzung. Ja. Wobei die zivile Nutzung überwiegt. Ja, und das ist auch gut so, denn es ist wirklich schöne Sachen sind da drin. Da geht einem so richtig das Herz auf. Okay.
So, und jetzt gehen wir weiter. Gehen wir weiter, ja. Nur wenige Meter vom Stellplatz entfernt. Mein Fahrrad ein Klacks, aber es ist nicht sehr fahrradfreundlich. Mein Lieblingsschild. Schieben wir. Gesetzestreu wie wir sind, schieben wir. Also, viel ist nicht in Sinsheim in der Innenstadt? Ja, haben wir noch gar nichts gesehen. Wir sind ja gerade mal reingefahren. Ja, das, was wir gestern nachgeschaut haben, haben nicht viel entdeckt. Und jetzt haben wir auch nicht viel gesehen und die Kirche schaut auch nicht so spektakulär aus. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Spektakuläres in der Kirche gibt, aber ich würde sagen, wir gehen noch mal richtig in das Städtle rein. Also, dann fahr du voraus. Schiebe mal voraus. Ah, nervig. Das war es eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass Sinsheim viel mehr zum Zeigen hat, oder? Ich glaube schon, aber wir müssen halt jetzt erstmal durchfahren. Ich weiß gar nicht, warum du es so eilig hast. Wir haben doch Zeit. Aber ich weiß, du hast Hunger. Es gibt keine Nordsee. Wir brauchen auch keine Nordsee. Ich habe da vorne ein nettes Lokal gesehen. Oh, dann fliegst du hin. Nein, erst durch die Stadt. Okay, ist ja wahr. Schieben. Alles klar? Jetzt gehen wir essen. So, da sind wir zurück am Stellplatz. Beim Freibad in Sinsheim. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Alles verstellt. Ja, da ist das Kassenhäuschen. Toilette, WC. Alles hier fest untergebracht. Da ist der Stellplatz, hier die Entsorgung, also es sieht alles sehr gut aus und da vorne ist unser Gustl. So, dann sind wir wieder da. Also das war unser Ausflug nach Sinsheim. Ja. Technik. War gut, war schön, interessant. Ja. Aha. Wir haben ein paar schöne Stunden jetzt hier verbracht, oder? Ja, ja. Schöner Tag, ja. Und ja. Der Ausflug mit unseren Fahrrädern war auch wieder schön. Die Fahrräder sind wir zufrieden, aber wir stellen sie noch intensiv vor. Ja, war ja etwas noch kurz, genau. War ja nur in die Stadt rein und das ist ja eigentlich hier um die Ecke. Wir waren trotzdem ein paar Kilometer. Ja. Zu Fuß wäre es beschwerlicher gewesen. Und das war unser 100. Video.
Ganz schön, ja. Es freut uns sehr, dass ihr uns auch so geklickt habt. Über eine Million Aufrufe haben wir schon. Das heißt also im Durchschnitt pro Video 10.000 Aufrufe. Ja, so kann man das ja nicht sagen, im Durchschnitt. Der Durchschnitt natürlich. Ja, okay. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch, wir freuen uns. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auch immer über freundliche Kommentare. Ja, natürlich, das freut jeden. Und wir bemühen uns auch immer wieder zu antworten. Bei Mails kommen wir im Moment wenig dazu, aber die Kommentare tun wir dann schon gelegentlich beantworten, weil es einfach schneller geht. Und ja, wir sehen uns wieder dann bei unserem 101. Video. Wäre schön, wenn ihr da dann auch wieder dabei seid, ja? Also, bis dann. Bis demnächst, gute Zeit. Ja, tschüss. Ciao. Die Entsorgung, das ist ziemlich unproblematisch. Allerdings funktioniert alles mit der Karte. Das heißt, man muss die Karte erst aufladen, dann muss man angeben, wie viele Tage man bleibt. Dann muss man noch aufladen, was man an Strom haben will. Und fürs Wasser muss man dann auch 1 Euro bezahlen. Und alles mit Karte, also nichts mit Münzeinwurf. Ja, und am Schluss 5 Euro Pfand muss man für die Karte bezahlen. Wie man die zurückkriegt, das wissen wir noch nicht. Aber irgendwie werden wir sie schon zurückkriegen. Ja, und jetzt tanken wir auf und dann fahren wir wieder. Ein schöner Stellplatz, ein moderner Stellplatz an einem Bad. Das Bad ist ziemlich populär hier, das in Sinsheim. Da kann man drüber schauen. Man kann es empfehlen. Ossi, kann man empfehlen? Was? Kann man empfehlen, den Stellplatz? Ja, mal ruhig. Ich kann nichts Negatives sagen. Alles klar. Wie gesagt, Kartensystem ein bisschen umständlich, aber ist halt so mit Schranke. Alles in Ordnung, alles im grünen Bereich, Preis-Leistung stimmt. Ja, uns hat es ganz gut gefallen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt. Und das war ja jetzt unser 100. Film, oder? Haben wir doch vorhin gesagt. Die ist so vergesslich. Alle Frauen sind so vergesslich.